Lange Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld sind unwirksam. Warum die Entscheidung des Bundessozialgerichts Auswirkungen auf Ihre Rente haben kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 27. Juni 2019 hat das Bundessozialgericht in zwei Entscheidungen zur Sperrzeit entschieden, dass Sperrzeiten, die länger als 3 Wochen gehen, unwirksam sind. Und zwar deshalb, weil die Bundesagentur für Arbeit bei der Androhung der Verhängung einer Sperrzeit unwirksame Rechtsmittelbelehrungen verwendet oder Rechtsfolgenbelehrungen verwendet. Nach Ansicht der Richter können jetzt Betroffene über den § 44 SGB 10 sogenannte Überprüfungsanträge stellen, und zwar für den Zeitraum von 2019 bis zum 1. Januar 2015 zurück, und können jetzt überprüfen lassen, ob die Sperrzeitentscheidungen, die gegen Sie verhängt worden sind, wirksam sind. Das heißt also, Sie können da jetzt reingucken in Ihre alten Sperrzeitentscheidungen und können gucken, ob Sperrzeiten, die länger als 3 Wochen Ihnen sozusagen aufs Auge gedrückt worden sind, reingeschrieben worden sind, und dann können Sie einen sogenannten Überprüfungsantrag stellen. Und zwar haben die BSG-Richter sich an zwei Sachen gestört. Zum einen haben die gesagt, dass diese Rechtsfolgenbelehrung unwirksam ist, weil nicht klar erkennbar war, nach welcher Sperrzeit ihr sozusagen die Belehrung erfolgt ist. Das ging vor allen Dingen um die sogenannten Ketten-Sperrzeitandrohungen. Wenn also jemand zum Beispiel 2 oder 3 Mal irgendeine Arbeitsvermittlung verweigert hat, weil er zum Beispiel krank war oder weil er da halt nicht konnte oder weil der Lohn vielleicht zu niedrig war, dann haben die reingeschrieben, hiermit drohen wir Ihnen oder hiermit drohen wir Ihnen für die erste Sperrzeit 3 Wochen an, für die zweite 6 Wochen und für die dritte 12 Wochen. So, und das haben die Richter für unwirksam erklärt und haben gesagt, für den Versicherten muss ja klar sein, nach welcher Belehrung, für welche Sperrzeit hier er sozusagen belehrt worden ist. Und das war bei diesen Rechtsfolgenbelehrungen nicht klar. Für die Sperrzeit von 3 Wochen war es relativ klar. So. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rente. Denn wenn jemand nach dem ALG 1 Bezug mit Sperrzeit danach in Rente gegangen ist, dann kann er jetzt, wenn er diese Bescheide aufheben lässt und das Arbeitslosengeld sich nachzahlen lässt, kann er dann auch rückwirkend eine höhere Rente bekommen. Deshalb macht es jetzt Sinn, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der neuen Rentenanpassung 2019 zum 1. Juli 2019, diese ganze Geschichte mal in die Hand zu nehmen und zu überprüfen, habe ich tatsächlich Anspruch auf nachzuzahlendes Arbeitslosengeld, das wiederum auch für die Rentenberechnung, für die Altersrente wirklich wichtig ist. Wirkt nämlich rentenerhöhend. Und wenn das vor 4 Jahren war, kann es sein, dass Sie dann tatsächlich auch eine Rentenerhöhung 4 Jahre rückwirkend bekommen, also eine Rentennachzahlung und eine Rentenerhöhung für die Zukunft. Fazit: Sperrzeiten länger als 3 Wochen sind unwirksam. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.